Alles ist bereit für ein weiteres fesselndes Rennen hier im Königreich Bahrain. In den vergangenen Jahren hat Ferrari hier auf dieser Strecke dominiert. Werden sie ihre Rekorde heute weiter ausbauen können? Heute wird auf dem 5,4 Kilometer langen und wunderschönen Bahrain International Circuit mit seinen insgesamt 15 Kurven gefahren. Die Kurven 1 und 4 sollten ein paar Überholmöglichkeiten bieten. Immer wieder ein Knackpunkt ist allerdings die Zufahrt zu Kurve 10. Hier haben wir in den letzten Jahren oft blockierte linke Vorderräder und den einen oder anderen Bremsplatten gesehen. Und wie immer sitzt heute Stefan Römer neben mir in der Kommentatorenkabine. Erklär doch mal ganz kurz, was genau die Fahrer tun werden, um das Gerangel bei Kurve 1 zu überstehen. Naja, Heiko, man muss mit dem Gaspedal schon etwas aufpassen. Man muss diszipliniert bleiben und darf nicht versuchen, das Rennen schon in der ersten Runde zu gewinnen. Manchmal muss man auch den Fuß vom Gas nehmen, um den Abstand zu den anderen zu vergrößern. Es zahlt sich zwar manchmal aus, im Pulk als Letzter zu bremsen, aber es ist auch ein leichter Weg, seinen Frontflügel zu verlieren. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und Max Verstappen steht daneben. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Richards, Vettel, Sergio Perez und Albon, Leclerc, Ocon, Ricciardo und Lando Norris, Sainz, Stroll, Pierre Gasly und Kvyat, Raikkonen, Grosjean, George Russell und Antonio Giovinazzi, Magnussen und Nicolas Latifi. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Ja, genau so ist es. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play 2020. Ich stelle nur kurz in die Strategie ein. Ja, heute mit dem Rennen mal rein und da hoffen wir natürlich, dass wir ein bisschen Gas geben können. Dass wir heute mal was machen können. Die zwei Jungs vor uns müssen wir überholen, zumindest einen davon, den Red Bull, den will ich, der auf der Seite ist. Die stehen leider auf der falschen Seite, weil die Kurve ist eine Rechtskurve. Naja, schauen wir einfach mal. Gehen wir rein ins erste, zweite Rennen der Saison natürlich. Is good, but we need to learn the gears, so go into each one when you can. We're going to need some work on the brakes, so put some energy into them and warm the tires as well, please. Ja, wie gesagt, schauen wir uns, wenn wir einen relativ guten Start haben, hinter uns steht uns Sebastian Vettel und Sergio Perez. Also die beiden sind auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Wobei ich hoffe, dass Vettel, na okay, der könnte machbar sein, den zu packen. Aber wie gesagt, erstmal müssen wir einen guten Start haben und vielleicht mit ein bisschen diesen Max Verstappen abzufangen. Das ist das oberste Ziel erstmal, dass wir vor den Red Bull kommen mit dem zweiten Auto. Platz 3, wieder Platz 3, also es ist die gleiche Kopie, gleich auch schon die ersten 3, oder sagen wir mal die ersten 4 von den Teams hier, weil letztes Mal war es Leclerc, jetzt ist es Vettel auf 4. No threat of rain for the time being. Conditions looking good. Weil, wie gesagt, in Australien war es Leclerc, also ein Ferrari-Fahrer. Jetzt ist es Sebastian Vettel, der hinter uns steht. Also Mercedes, Red Bull, Mercedes und Ferrari waren auch in Australien die ersten 4. Und da hoffe ich, dass wir diesmal ein gutes Ergebnis mitnehmen. Also wie gesagt, Verstappen müssen wir überholen, damit wir die Chance haben, wieder die volle Punktzahl zu holen, die wir ja in Australien schon gut haben, wo wir Zweiter geworden sind. Ich glaube, bis zur zweiten Runde oder so haben wir sogar geführt. Nach diesem Bombenstart in Australien haben wir gefunden, wie er funktioniert hat. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Da hat es übrigens auch funktioniert. Da war auch die Kurve, die erste Kurve, eine Rechtskurve. Und da standen wir auch links und haben es dann am Ende noch gepackt. Ach, das ist noch nicht die Zielstation gerade. Okay. Ich dachte jetzt schon mal Ziel, aber das ist jetzt erstmal die nächste Kurve. Also, Merke, bleib weg von den Kürzen hier hinten am Ende im dritten Sektor. Wir haben in jedem Training einen Einschlag gehabt. Damit dürfen wir unser Qualifying auch beenden. Ne, es sollte frei Training aber damit beenden. So. Wir haben unsere Schwierigkeiten. Nächste Woche mit uns Kanada, nur so nebenbei. Ich habe ja einen 10-Rennen-Kalender erstellt. Müssen wir mal eingangs der ersten Folge gucken, da habe ich den Kalender erstellt. Monaco und so ist nicht mit dabei. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Weil wir halt nur eine gewisse Anzahl fahren können, weil das neue Spiel, wie gesagt, am 16.07. rauskommt. Also in etwa 5 Wochen. So, schauen wir mal. Auf geht's.
können wir den Start schon mal gewinnen. So, wieder ein guter Start. Diesmal kann Max was haben. Nee, kann er nicht diesmal. Er kommt nicht in diese Lücke rein. So, jetzt muss ich den Teamkollegen ein bisschen die Tür mal auflassen gegen den Teamkollegen. Da muss ich schon mal ein bisschen cutten. Caution, caution. The virtual safety car is VSC. Also das war... Also es hat schon mal geknallt und da muss es Leclerc irgendwie erwischt haben, weil der hat eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Sehe ich jetzt gerade. Es muss aus einer Kollision mit Leclerc von zwischen... Leclerc Vettel, kann das sein? Weil der Vettel ist nicht mehr auf 4. Also jedenfalls haben wir den Start auf jeden Fall schon mal gewonnen. Ich musste mir eine Verwarnung mal einholen. Das ist genau das, was ich meine mit den Track Limits und mit dem diesmal auf streng zu fahren, bewusst auf streng zu fahren. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. So, ich muss natürlich jetzt warten. Aber irgendwas ist da auf jeden Fall passiert. Ich vermute, dass es Leclerc und Vettel waren, die sich da irgendwo in die Reihe ins Auto gefahren sind. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. So, hier wegbleiben von den Curbs, dass es nicht da irgendwie einen Abflug gibt. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger fahren, das hat natürlich seinen Sinn. Aber danke von Verstappen immer schon nur gegen Lewis Hamilton. Also, wir haben uns durchgesetzt. Wir in Australien mit Beginn der zweiten Runde bleiben wir in Führung. Können uns jetzt von Hamilton ein bisschen absetzen. Bestzeit, Sektor 1 in der ersten Runde. Momentan ist Hamilton noch Zweiter. Vor Verstappen, der jetzt näher der zurückgezogen hat. Okay, ich dachte, der wäre jetzt angewiesen schon an ihm. Aber jetzt erstmal ein bisschen wegkommen. Musste eben diesen Cut setzen, damit ich eben nicht dem Lewis ins Auto fahre. Bin ein bisschen weit rausgekommen, natürlich, klar. Weil ich die Kurve sehr eng gefahren habe. So, und jetzt können wir weg. 1,3 Sekunden Abstand momentan. Bester erster Sektor schon mal. Ein bisschen wegkommen. Also, wie gesagt, jetzt müssen wir gerade ein bisschen sortieren. Also, wir haben das in die Führung übernommen, haben dann mit dem Verstappen direkt beim Start kassiert, den Hamilton mit Beginn der zweiten Kurve kassiert. Verstappen versucht immer mal wieder anzugreifen. Es gab wohl eine Berührung zwischen zwischen Leclerc und Ocon. Beide 5 Sekunden. Okay, jetzt sehe ich es gerade. Vettel ist ganz hinten. Vorletzter momentan nur. Ich habe es gerade nur gesehen. Der etwas hellere rote Punkt vor einem der Alfa Romeo. Also, führender momentan wir. Können es ein bisschen absetzen. 1,1 Sekunden von Lewis Hamilton. Wäre auch momentan nicht das DRS-Fenster für Lewis, sondern für Max und für ihn, für Max Verstappen. Ich kann ein bisschen absetzen, und komme jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Ein bisschen aufpassen, wie gesagt, mit den Curbs. Das Auto fühlt sich halt unruhig an und auf der Hinterachse, also zumindest habe ich das Gefühl ein bisschen. Und Lewis holt sich jetzt gerade die schnellste Runde. Der muss eine Mega-Runde gerade gefahren haben, weil der uns übelst viel abgenommen hat. Das war mal 1,1 Sekunden. Mittlerweile sind es eben nur noch zwischen 0,7 gewesen. Und das versuche ich zumindest mich ein bisschen zu halten. Aber es gut, kann sein auch, dass ich da diesen kleinen Quersteher deshalb. So, jetzt machen wir mal ein bisschen raus. Weil da schon ein oder andere gefragt hat, warum fährst du die ganze Zeit mit dem ERS und alles? Gut, da ging es bei dem auf der Strecke. Hier geht es nicht unbedingt. Ich schlage mal gerade wieder ein bisschen nach, um einen eventuellen Angriff gegen Lewis Hamilton zu bestehen, der aber jetzt irgendwie mal gerade ein bisschen ran will, der jetzt gerade rankommt, der jetzt gerade mal ein bisschen nachlegen kann, den Verstappen damit zieht. Also das Ding zu gewinnen ist noch nicht unter Dach und Fach. Also führende momentan mit Beginn, wie gesagt, oder Richtung vierte Runde. Jetzt kommt gleich dieser knifflige Punkt, den ich meine aus den Trainings, nämlich diese nächsten beiden Kurven jetzt, die kommen, nämlich diese Rechtsknicke. Hier, einmal, der. Und der nächste, da hat es nämlich schon im Training dreimal sogar geknallt. Eigentlich ist es mal ja dreimal sogar abgeflogen. So, jetzt nehme ich mal wieder ein bisschen das ERS, um mal wieder wegzukommen. 0,4 Sekunden, also nur noch eine halbe Sekunde ist der Hamilton dran an uns. Und wir haben, gut, das kann auch was mit dem DRS zu tun haben, ne? Das ist nämlich freigeschaltet, das heißt, er kann also jetzt den Flügel flachstellen, wenn er nur eine Sekunde dran ist. Und zieht natürlich Verstappen gerade mit, aber wir sind wieder ein bisschen weggekommen. Ja, wir sind gerade wieder ein bisschen weggekommen von ihm. Jetzt greift wieder, gerade ist man sich lang genug, um
uns wirklich erstmal in Gefahr zu bringen. Also, ein Drittel ungefähr des Rennens gleich rum. Wir führen. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Die schnellste Runde hat momentan Max Verstappen, Lewis Hamilton, der momentan auf 19 Zähler kommen würde. Wir würden auf 25 Punkte kommen und damit würde er tatsächlich, glaube ich, sogar mit 1 oder 2 Punkten überführen. Ich müsste es hochrechnen. Wir haben dann 43. Und Lewis hat jetzt 26 plus eben diesen 19, dann ist aber 45. Ja, genau das meine ich. Es sind 2 Punkte, die er momentan führen würde. Also, so wie diese Konstellation ist. Wenn Max natürlich ihn jetzt überholt, verliert er mal wieder ein bisschen was. Dann könnten wir sogar, ich glaube, dann sogar, wäre sogar der Punkt gleich halt. Dann würde er mit 2 Punkte verlieren. Mit der schnellen Runde würde er auf 16 kommen, nicht auf 19. Oder? Ja, doch, 16. Und damit, nee, da dürften wir sogar für, dürften wir sogar einen Punkt Vorsprung haben. Aber das ist halt viel zu viel Rätselei momentan. Wir gucken einfach mal, wie es eine ausgeht. Fürs Team wäre es super, wenn er natürlich mitnehmen, wenn er die Punkte mitnehmen würde. Klar würde er dann führen weiterhin. Aber der Abstand wäre wieder ein bisschen was enger und wir würden die guten volle Punktzahl mitnehmen. So, wieder ein Versuch Richtung Lewis Hamilton. Also das Ding ist noch nicht durchgestanden. 5. Runde. Sind wir jetzt gleich. Also wie Leclerc, Ocon, die werden auf jeden Fall noch hinten ein bisschen rausrutschen. Ich weiß nicht, wie die Abstände. Oh, Leclerc hat jetzt ein bisschen was mehr als 4, irgendwas so. Hamilton, der will jetzt natürlich ran. Der hat den Flügel flach, das sieht man im Rückspiegel. Ich bin drauf auf ihm. Oder beziehungsweise, klar, einmal darf ich rübergehen, aber ich, auch wenn er der mehrfache Weltmeister ist, ich mache da nicht freiwillig Platz. Ich will mir diesen Sieg holen. Einmal darf ich ihn ziehen und das werde ich gegenüber dem letzten Rennen in Bahrain, was ich mal aufgenommen habe, was da von meiner Meinung nach auch absolute Chaos war. Auf jeden Fall falsche Entscheidung von mir getroffen. Müssen wir mal gucken, das war heute. Versuchen mal ein bisschen besser zu machen. Oh, ja. Will er. Er zeigt sich im Rückspiel. Also er ist dran. Und dahinter ist nämlich noch ein anderer Fahrer. Max Verstappen. Leclerc kommt nicht so wirklich mit. Wie gesagt, der kommt, versucht zumindest. Aber dann die Lücke zu kommen, die ist schon ziemlich groß. Die ist ja bei jetzt 4,5 Sekunden. Würde. Na gut, ich weiß nicht, die Strafen dahinter bei Ocon aussehen. Müssen wir mal gucken. Also es wird sich am Ende sehr viel passieren. Es sind noch 9 Runden. Wir haben noch die Boxen davor uns. Und Safety Car kann immer mal passieren. Die VSC hatten wir schon in dem Beginn der ersten Kurve. Ich vermute, dass der Vettler irgendwo der Leidtragende war. Ich müsste mir den Restart angucken. Oder beziehungsweise die Wiederholung des Rennens angucken. Um zu genau zu verstehen und zu wissen, was genau da hinten passiert. Weil Vettel ist, wie gesagt, ganz, ganz weit hinten. Der müsste irgendwo auf dem vorletzten Platz liegen. So, jetzt der Angriff geht. Jetzt versuche ich es nochmal ein bisschen wegzuhalten. Hamilton möchte. So, er bleibt natürlich dran. 6. Runde, bald ist Halbzeit. In this lab. Ja, jetzt greift er an. Ich bleibe natürlich auf meiner Linie. Klar, ist der Teamkollege. Und jetzt habe ich verloren. Ich wollte das, was... Das ist genau das, was ich meine. Das wollte ich eigentlich verhindern. Deswegen wollte ich da zurückziehen. Und in dem Moment bremst er mich wieder weg. Da hat er nämlich auch einen kleinen Fehler eingebaut und hat er uns nämlich die Linie wegzugemacht. Jetzt haben wir aber den Vorteil, dass wir mit dem zweiten DRS nochmal einen Angriff setzen könnten. Angriff, Beginn Kurve 3. Bleibt das spannend? Jawohl, ich hab ihn wieder. Sorry, dass ich die Rückwärts einsetzen musste, aber so konnte ich meine Entscheidung ein bisschen revidieren und quasi mal den Konter nochmal setzen. Also wieder führen wir. Ich muss dieses, oder will dieses Rennen gewinnen. Ich will meinen ersten Saisonsieg diese Saison jetzt hier holen. So, irgendwas ist jetzt, Hamilton, der fällt ein bisschen was zurück jetzt gerade. Das ist gut so, dass er da ein bisschen wegbleibt. Aber jetzt hat er die nächste Chance. Ja, komm, wir ziehen weg gerade so ein bisschen. Eine gute halbe Sekunde der Abstand. Aber der wird nochmal gleich angesetzt, da bin ich mir ziemlich sicher. Der wird auch spätestens auf der Langgeraden mit der nochmal angesetzt. So. Runde 6. Ich versuche so wenig wie möglich mit den Mediums zu fahren. Die Reifen sind gerade so ein bisschen platt. Durch diesen Fight eben. Gefühl kommt Lewis damit besser klar. Ich bleibe jetzt natürlich wieder auf dem Überholen drauf, weil. Ja, Spaß hier an. Nämlich wir reinbremsen. Wenn ich durch das Bremsen füllt sich das hier immer so ein bisschen. So, Verstappen geht jetzt rein. So, geht der Lewis mit?
Ich bleibe jetzt natürlich... Lasse ich mir jetzt diesmal nicht diese Innenbahn weg. Wir gehen jetzt gleich in die Box und holen uns die Mediums. Wobei ich damit eigentlich nie so zufrieden bin, weil ich mag sie nicht. Irgendwie haben sie, glaube ich, das Gefühl... Naja, okay. Also, die Mercedes liegt arg unruhig auf dieser Strecke hier momentan. Das merkt man immer wieder beim Gegenlenken. Ich fahre ja ebenfalls mit dem Wheel, mit dem G29, nur so nebenbei. Und dementsprechend ist es natürlich sehr schwierig, teilweise zu fahren, den Wagen zu halten. So. Und jetzt hat auch Norris 5 Sekunden. Also, da muss irgendwas passiert von dem Start. Da sind mehrere Fahrzeuge in 5 Sekunden. Irgendwas war auf jeden Fall am Start. Diese 5 Sekunden Strafen, das ist, wie gesagt, jetzt bin ich auch ziemlich froh, dass ich mal. Oh, das kann auch die Track Limit sein. Das kann natürlich auch sein. Dass sie immer wieder ein bisschen rausgekommen sind. Also, Norris auf 4. So, jetzt gehen wir in die Box. Ich gehe jetzt nochmal 9 Satz Reifen holen. Dann haben wir nämlich Halbzeit. So, die Frage ist, Lewis wird jetzt mitgehen oder wird er nicht mitgehen? Er geht natürlich mit. Das heißt, wir haben jetzt einen Doppelboxen-Stop. Und für uns ist das natürlich hier Katastrophe. Ja, ja, klar. Ja, für Max, für Lewis ist das natürlich eine absolute Katastrophe gerade, weil er nämlich jetzt auf mich warten musste. Es war jetzt ein bisschen schlecht getimt. Also wir führen immer noch das Rennen an, das ist klar. Mal gucken, was Max Verstappen jetzt gleich macht. Der wird nämlich jetzt auch gleich irgendwann auftauchen. Da ist er nämlich schon. Und führt plötzlich ein Rennen mal an. Ja, aber weil ich mich mit Lewis ein bisschen bekriegt habe. Natürlich klar, dass wir jetzt ein Problem haben, dass wir jetzt einen Red Bull vor uns liegen haben, der von 2 kam und jetzt auf 1 liegt. Also, führende momentan Max Verstappen vor uns und dann eben wir, dann erst Sainz. Also, 2. Ja, das ist halt für Max was natürlich über mich jetzt gerade, dass wir da beide hintereinander reinschicken mussten. Er war ja direkt dran an uns. Also, wir müssen jetzt gucken, dass wir jetzt in den letzten 6 Runden den Angriff wagen, irgendwann gegen ihn. Weil ich will dieses, wie gesagt, dieses Rennen mit nach Hause nehmen. Ja, für Teams ist natürlich der Worst Case. Hamilton ist weit zurückgefallen, in den Verkehr war es auch nicht zurück. Der wird natürlich ein bisschen was, weil er warten musste halt, ne? Aber leider noch die eine Runde bleiben müssen. Bestzeit. Ja, ich versuche wieder ein bisschen reinzukommen jetzt in dieses Rennen. Also das Ding ist noch nicht ausgestanden. Vielleicht können wir ihn noch kassieren und er ist es leer. So, jetzt habe ich natürlich den Vorteil, dass ich mit dem DRS, das wird nicht reichen, um jetzt ranzukommen an ihn, sondern, beziehungsweise vorbeizukommen, das wird nur reichen, um ranzukommen an ihn. Aber wir haben ja noch 2 Versuche vielleicht. Ja, wir haben noch ein bisschen. 5 Runden haben wir noch. Runde 9. Der Abstand jetzt gerade noch 8 Sekunden. Mal ein bisschen zeigen, mal sagen, hallo Max, hier bin ich auch noch. Da wollte das Auto aber gerade ein bisschen. So, wieder ein bisschen DRS mitnehmen. Und dann den Angriff spätestens auf der Stadt Zielgerade. Das ist unser großes Ziel. Hier wieder ransaugen. Schön mit dem Windschatten, mit dem DRS, mit dem ERS, mit allem. So, vielleicht kriegen wir ihn jetzt. Schön reinsaugen jetzt, nochmal voll hochstellen, mitnehmen und jetzt gleich mit Beginn der Runde 10 das Auto überholen, den Red Bull anzupacken, anzugreifen, wie auch immer. Jetzt haben wir ihn, jetzt sind wir ein bisschen dran an der Linie, ein bisschen besser rausgekommen aus der Dings, neue Bestzeit. So, die Frage ist, was macht er? Er bleibt drüben auf seiner Linie, macht nun sogar die Innenbahn auf.
Runden reicht es, um ihn zu packen. Mit Beginn der Runde 10 hab ihn. Okay, good work. Great pass. Aber er kann kontern. Kann er kontern? Kann er es kontern? Nee, kann er nicht. Damit haben wir es. Und damit sind wir wieder vorne. Also, die Führung jetzt von Max Verstappen, den haben wir nämlich jetzt kassiert und sind momentan auf Kurs 26 Punkte. Nach diesem kleinen Ausrutscher im Qualifying am Samstag sind wir jetzt wieder voll im Soll. Im Training war es super, hat funktioniert. Mit dreimal P1, jetzt müssen wir im Qualifying mussten wir zwei Autos im Vorteil lassen. Oder den Vortritt lassen. Aber wie gesagt, das Ding ist hier noch nicht durch. Er hat noch eine Möglichkeit, vielleicht kann er. Können wir es ein bisschen wegsetzen, aber scheinbar wird der Red Bull jetzt aufgeben, weil wir kommen übelst weit weg. Er hat zwar DLs, aber er kommt nicht mit. Konnte man Gott sei Dank nochmal kontern, aber er hat es gut gemacht, er muss es sagen. Wir haben den Stop verkackt, weil Lewis direkt dran war an uns. Der ist natürlich zurückgefallen. Das wird fürs Team absolute Katastrophe sein, weil er nämlich mit dem Verkehr weghängt und nicht viele Punkte bekommt. Gut, ich weiß nicht, wie die Punkte aussehen. Aber weil Max nochmal ein bisschen ran, er kommt nicht mehr ran. Aber wie gesagt, es sind ja noch 4 Runden. Jetzt Abstand ungefähr eine halbe Sekunde. Ja, er bleibt sogar bei einer halben Sekunde. Ich bleib halt natürlich. Ja, immer mal wieder. Er hat immer noch DRS, aber das hoffentlich hat sich das gleich erledigt. Also Runde 11 sind wir jetzt hier in Bahrain und wie gesagt, nächste Woche ist Kanada dran. Die Strecke, die ich eigentlich persönlich mag, deswegen hat es mich auch so ein bisschen geärgert, dass es wieder mal ein Kanada Grand Prix auch in der Online-Liga, der einfach zum absolut vergessen war, nachdem wir auch von 20 in der Quali schon abgeschossen, also das heißt abgeschossen, es ist einfach ein Missverständnis gewesen. Und ja, dann im Rennen halt der Zwischenfall, wo ich mich auch nochmal entschuldigen muss. Das war, nach Anbetracht der Bilder, war das tatsächlich meine eigene Schuld. Ich bin da an den Ferrari rangekommen und dann gab es diesen Ping-Pong-Effekt. Und ich muss mich auch dafür meinen Ausraster, für meine Anschuldigung definitiv auch nochmal entschuldigen. Auch für meine Aussagen, die im Stream gefallen sind, möchte ich mich da nochmal komplett entschuldigen. Definitiv. Ja, geht so nicht, darf nicht passieren. Ich werde mich da auch in Zukunft zurückhalten und ich habe es mit den Leuten besprochen, habe mich dafür entschuldigt und ja, es ist annehmen oder nichts, dann ist es nicht deren Sache. Aber wie gesagt, wird nicht nochmal vorkommen, darf nicht passieren und ja, by the way, heute Abend kein Rennen. Nur so nebenbei, es ist ja Pfingstsonntag quasi und dementsprechend kein Rennen. Nächste Woche geht es weiter mit Vietnam, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ob ich dabei bin, weiß ich noch nicht, weil nächste Woche Sonntag meine Freundin Geburtstag und wir wissen nicht, ob wir da was zusammen machen oder ob ich sage, ich fahre. Aber wahrscheinlich kann sein, dass ich nicht fahre. Ich weiß es noch nicht. Steht noch nicht ganz fest. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst, falls nächste Woche kein Stream kommen sollte. Also heute definitiv nicht. Das ist ganz klar. Und wann es jetzt das Creed weitergeht, muss ich mal gucken. Es liegt ein bisschen auch an meiner Zeit. Es kann sein, dass es demnächst weitergeht. Es fehlt momentan einfach die Zeit dafür. Durch die Arbeit und alles drum und dran. Wenn ich jeden Tag von 9 Uhr, von 10 bis 20 Uhr Arbeit ist, hast du dann immer keine Lust mehr aufzunehmen. Formel 1 2 ist natürlich die Ausnahme, dass die Folge rauskommt, also zumindest der Freitag und der Samstag abgedeckt war. Nächste Woche sieht es wieder ein bisschen anders aus. Mal gucken, wie gesagt, ich schau mal. Ich will auf jeden Fall das Spiel weitermachen, ich will auf jeden Fall noch durchziehen und mal gucken, ob es da noch was Neues kommt. Ich denke mal nicht. Aber kann ja alles noch passieren. Ja, also Forest geht irgendwann im Juni weiter, also das heißt weiter, neu los mit der zweiten Staffel. Da wollen wir auch demnächst aufnehmen, weil wenn diese Folge raufkommen, sind wir gerade fertig mit dem Aufnehmen. Ungefähr. Oh, da müssen wir aufpassen. Jetzt gerade nicht irgendwie noch eine blöde Strafe jetzt rein. Und nicht irgendwie nur eine 3-Sekunden Strafe. Weil das würde es dann nochmal durcheinander werfen. Dann würde Max nämlich vorne gewinnen. Also vorletzte Runde. Ja, wir werden jetzt nochmal eine 3-Sekunden-Strafe holen, weil eine Sekunde ist ja hinter uns etwas mehr. Das heißt, er ist aus dem DRS-Fenster. Das funktioniert nämlich nur, wenn man der nachfolgende Pilot mindestens eine Sekunde oder höchstens glatt eine Sekunde hinter dem Vordermann ist. Das ist bei Max gerade nicht der Fall. Es sind 1,4 Sekunden. Immer mal wieder komme ich weg. Darf auch gerne so bleiben. Und wir wollen natürlich dieses Rennen hier gewinnen. Also ich darf jetzt definitiv keine Strafe noch holen. Machen wir so eine... Hamilton ist jetzt Fünfter momentan. Was?
vorwärts gearbeitet. Natürlich sind wir da nicht ganz unschuldig dran, weil wir diesen Doppelstop hatten. Ich hatte auch damit nicht gerechnet, dass er nochmal in die Box geht. Ich wollte nämlich so lange wie möglich mit den Soft fahren, weil die Medium nicht funktionierten, weil die sehr, sehr unruhig sind. Aber im Rennen scheint es besser zu funktionieren. Scheint es besser dran zu sein. So, jetzt haben wir da ein bisschen was. Jetzt also halte ich wieder ein bisschen was gegen. Der Red Bull, den halten wir momentan ein bisschen auf Distanz, mal eine Sekunde. Und das hoffe ich, dass es gleich bei dem Messpunkt für das DRS natürlich noch so ist. Dann haben wir es nämlich. Ich muss immer mal wieder ein bisschen das Gas wegnehmen, weil immer wieder sonst das Auto kommt. Wie gesagt, das war auch der Grund, warum es denn funktioniert, warum es nicht im Rennen funktioniert, im Training funktioniert hat. Na, reicht das, um den Messpunkt zu nehmen? Der müsste jetzt eigentlich schon da gewesen sein. Wenn wir Glück haben, reicht das tatsächlich. Hier ist unten der Flügel. Na, ich glaube nicht, dass das reicht. Letzte Runde. So, Hamilton packt sich jetzt den Sainz. Holt sich jetzt auf Platz 4. Vielleicht kann er es noch irgendwie retten, den zweiten Mercedes aufs Podium zu hieven. Die volle Punkte haben wir heute nicht geholt. Dazu müssten Max und so Leclerc ausfallen. Hamilton ist eine Sekunde hinter dem Monegassen, hinter Charles Leclerc. Und der Abstand zu Hamilton, zu uns beiden hier vorne ist über 10 Sekunden. Aber jetzt erstmal die letzten Kurven. Jetzt haben wir gleich diese ominöse Kurve 10, die er eingangs angesprochen hat, wo er meinte, da mit dem Blockieren vorderhat. Das ist diese Kurve hier. So, ich bleibe natürlich jetzt ein bisschen was dabei. Ich gebe jetzt noch mal ein bisschen was Stoff, damit ich. Gut, die schnellste Runde wird Verstappen wahrscheinlich nicht kassieren. Dafür müssten seine Reifen. Aber die sind nämlich eine Runde älter als unsere. So, ab in die Kurve 12. Wieder ein bisschen was runternehmen, das Gas. Bloß keine Strafe reinholen. Wenn wir jetzt nämlich noch eine Strafe holen, ist der Sieg futsch. Dann wäre es nämlich nur wieder Platz 2. Leclerc gibt natürlich jetzt nochmal ein bisschen Stoff, der will nochmal ran. Aber das schafft er nicht in den letzten Kurven. Und wenn jetzt alles gut läuft, haben wir unseren ersten Saisonsieg in der Tasche. Und das ist nicht ganz unverdient dieses Wochenende. Yes! Absolutely awesome. Just amazing. Well sehr geil. Eine erstaunliche Teamleistung hat hier in der Wüste zum Sieg geführt. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Ja, Lewis hätte nicht den Fehler machen dürfen mit uns in die Boxgrenze. Wir waren vorne. Und haben es dann gerockt. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Richards übernimmt die Führung in der Fahrermeisterschaft. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Über Carlos Sainz kann man sicherlich nicht meckern. Seine Fähigkeit, der Rennstrategie auf den Punkt genau zu folgen, muss man loben. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. In der Zwischenzeit konnte Red Bull ein starkes Wochenende verzeichnen und die Position in der WM verbessern. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Ja, da hat es der gute Lewis Hamilton tatsächlich sogar noch die schnellste Runde abgenommen. Damit hätte ich diesen extra Punkt hätte ich gehabt, aber den habe ich jetzt noch nicht gehabt. Den hätte jetzt Lewis noch geholt. Und damit kommt er noch nicht auf 13, aber trotzdem sollte es eigentlich von der Tabelle her vorne sein. Ja, wir sind 14er Vorsprung vor Lewis Hamilton. Der hat den Boxenstopp ein bisschen verkackt. Jetzt haben wir 48 Punkte Vorsprung vor Red Bull. Bin ich zufrieden mit. Albon hat nicht viel geholt. Der ist momentan noch auf Platz 7 in der Fahrer-WM. Also sieht
gut aus jetzt gerade so ein bisschen. Albon ist nämlich Achter geworden und hat sich 4 WM-Punkte geholt. Davor ist er ja Dritter geworden. Auf jeden Fall sehr gut für uns. Also, was heißt sehr gut? Ne? Hamilton hätte ich gerne noch 2 Plätze weiter vorne gesehen, um die volle Punktzahl mitzunehmen. Aber wie dem auch sei, wir haben es auf jeden Fall geholt. Seitenproblem bei der Boxenstopp, den hat er am Ende gewischt. Und warum keine 5-Sekunden-Strafen gezeigt wurden bei den betroffenen Fahrern? Ja, durch den Boxenstopp haben sie natürlich die Zeit abgesessen. Mussten einfach 5 Sekunden länger stehen und dementsprechend haben sie keine Strafen bekommen. Wir hatten Glück, dass wir nicht noch eine Strafe kassiert haben, durch dieses bisschen Rauskommen in der letzten Kurve. Großartige Leistung da draußen. Sonst wären wir uns auch eine Strafe drin gewesen. Sind recht zufrieden damit. Dieses Wochenende auf alle Fälle, meine Freunde, meine Leute. Die Spitzenposition ergattern. War es ein einfacher Sieg? So, dann machen wir das ohne mein Team natürlich nicht. Nun, es scheint, als hätte sich das Blatt zu Ihren Gunsten gewendet. Im Vergleich zum letzten Wochenende ist es merklich besser für Sie gelaufen, nicht wahr? Ein bisschen Aerodynamik reingekloppt. Eigentlich war mehr Power. Danke für den Kommentar. Aber es hat funktioniert, definitiv. Diesmal konnten wir den Sieg holen. Auch die 2 Situationen gegen Hamilton. Gut, ich musste die Rückblende setzen, weil sonst wäre unser Flügel futsch gewesen. War auch mein Fehler, muss ich sagen. Damit hätte ich die Situation etwas anders lösen können. Habe ich nicht gemacht. Na gut, am Ende hat es dann doch funktioniert. Wir haben es geholt und wir konnten den Konter setzen gegen Hamilton. Ihm keine Chance heute lassen. Wie gesagt, der Stop hat nicht funktioniert bei ihm. Gegen Verstappen haben wir es dann am Ende noch ein bisschen besser gelöst und hat funktioniert. So. Damit war's das für dieses Rennen. Wir sehen uns nächste Woche wieder und dann geht's nach Kanada.